Schön erfrischend. Sehr gut. Miteinander. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, der Start von unserer grossen Ferientour, die jetzt nicht in Deutschland stattfindet, sondern in der Schweiz, nämlich auf der Grand Tour. So ist es. Wir sind momentan in Prättigau, das ist im Kanton Graubünden. Und wir haben schon, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, eine super schöne Wanderung gemacht. Und zwar sind wir auf die Fidrisser Heuberge gegangen, mit dem Shuttle hochgefahren. Und dort kann man, von dort aus kann man verschiedene Wanderungen machen. Wir haben jetzt uns entschieden für ein bisschen die geniesserische Wanderung, weil wir sind ein bisschen spät abgefahren von unserem Stellplatz. Wir mussten ein bisschen ausschlafen. Genau. Und, aber es war auch sehr schön gewesen. Wir wollten es einfach ein bisschen gemütlich angehen. Übernachtet haben wir auf einem neuen Stellplatz in Fidris. Den gibt es erst seit diesem Jahr und ist also sehr, sehr empfehlenswert. Übernachtung kostet ohne Strom 25 Franken, mit Strom... Umgekehrt. Mit Strom 25 Franken und sonst 20 Franken. Hat alles, was man braucht. Ja. Es hat eine Dusche, WC, Abwasserentsorgung, alles, was man halt so braucht. Sehr empfehlenswert und wie ihr uns bei euch im Hintergrund da seht, Sehr idyllisch und ruhig. Und ja, also kann man nur empfehlen, kommen wir sicher wieder einmal, weil es ist eigentlich gar nicht so weit weg von uns. Genau. Und was auch noch sehr empfehlen ist, im Dorf hinein kann man im Volk hat es hat einen Bäcker, also man kann sich gut verpflegen, es hat sogar, glaube ich, Pizza, die man könnte Pizzeria. Bestellen. Oder man kann in die Pizzeria, das haben wir nicht ausprobiert. Richtig. Aber ja, und das Dorf ist ganz hübsch. Und sehr zum Anschauen empfehlenswert. Ja. Und für uns geht es jetzt weiter auf der Grand Tour natürlich. Mhm. Und zwar in Richtung Engadin. So ist es. Wir haben die letzte Nacht am Flüelapass verbracht. Eigentlich sehr schön gsi. Die Natur war sehr schön gsi. Und vor allem, weil es ja momentan so warm ist, wir wollen uns nicht beklagen, überhaupt nicht. Aber es war wirklich sehr, sehr angenehm gsi. Jawohl. Ich glaube, die weiter unten waren, die mussten richtig schwitzen. Haben wir nicht? Also, es ist einfach schön, angenehm, windlich. Genau. Aber was ich nicht gedacht hätte, der Flüelapass ist also doch noch recht befahren.
Also da gehen die Autos auf und ab bis am Morgen um 1 oder so. Und am Morgen um 7 geht es schon wieder los. Also das hätte ich nicht gedacht. Vor allem, wie es darauf fährt. Puh, also Kamikaze teilweise. Überholen vor Kurven und also... Ja. Es war ein bisschen eine Raserei gewesen. Genau. Jetzt haben wir einen kleinen Abstecher gemacht von der Grand Tour und sind auf Guarda gefahren. Also schnell zur Info, vielleicht sieht man es, wir sind von da hinten her gekommen, von dem Tal da hinten. Jawohl. Oben runter. Und dann in Susch. In Susch sind wir statt rechts. Richtung St. Moritz. Sind wir richtig links. Richtung Schuol. Und sind Guarda anschauen. Und Guarda ist einfach nur mega schön. Der Schellenursli her. Genau. Wir kennen zwar die Geschichte nicht so im Detail, ich habe zwar den Film auch schon gesehen, aber es ist schon länger her. Ja, ich habe leider schon alles wieder vergessen, aber es gibt ein Schellenursli Museum. Und aber was cool wäre, es gibt einen Schellenursli Rundweg, der anderthalb Stunden angegeben ist, mit Grillstelle und so. Also so als Familienausflug oder auch als Bärli-Ausflug wäre das sicher auch noch lässig. Bei uns jetzt aber nicht auf dem Programm, aber man kann ja wieder mal kommen. Nächster Punkt bei uns jetzt, Schloss Tarasp. Das ist auch nicht auf der Grand Tour, aber ist auch sehenswert. Also müssen wir aber dann noch schauen, ob wir überhaupt eh parkieren können. Mal schauen, wie das geht. Ja, aber es wäre nur schon schön von außen mal, weil es ist schon recht gross und so. Ja, ich habe es vor 25 Jahren das letzte Mal gesehen, auf einer Schulreise. Oder noch länger her. Darum wäre es jetzt wieder mal Zeit, das mal anzuschauen. Wir sind jetzt hier angekommen und leider haben wir es mal wieder getroffen mit dem Zeitpunkt. Heute ist, heute ist Montag und am Montag ist zu. Aber ja, von außen sieht man eigentlich sowieso mehr. Ich hoffe, ihr seht es hier ein bisschen. Ich zoome dann nochmal ein bisschen an. Und ja, 15 Franken würde es kosten für Erwachsene. Und... Ich muss auch noch ganz etwas auffällig sagen. Ins Bild kommt. Genau. Genau. Also, ich habe gelesen, ich weiß jetzt nicht von wann, ich glaube von Mai bis im Oktober oder so, kann man jeden Freitag ab 10 Uhr kann man, glaube, eine Führung machen auf Deutsch. Achtung, Auto. Gut, das wäre mein Beitrag. Mein Beitrag gewesen. Und ich muss noch etwas sagen zum Parkplatz. Dann gehe ich jetzt wieder. Gut. Ich muss schnell etwas sagen zum Parkplatz. Und zwar gibt es, wenn man hier drauf fährt, da hinten durch auch noch einen Parkplatz. Aber den könnt ihr also mit dem Wohnmobil vergessen. Das geht gar nicht. Ihr müsst zwingend da hinter mir, da unten im Tal, einen Parkplatz finden. Sonst könnt ihr auch nicht mehr kehren. Das geht also nicht. Jetzt geht es für uns in den Nationalpark von der Schweiz. Den kenne ich früher so vom Durchfahren mit dem TÜV, aber jetzt wollen wir mal so richtig schauen, wie es dort aussieht und ein bisschen Zeit verbringen. Und da nehmen wir euch natürlich auch wieder mit.
meinst du? Probieren wir mal. Ja, sehr schöne Aussicht. Aber ist also noch anstrengend. Von da hinten sind wir gekommen, steil in den Mooren. Und jetzt geht es da vorne. Und dann mal schauen, ob wir es noch bis dort rauf schaffen. Und ich bin hier mit meinen Barfußschuhen unterwegs. Funktioniert bis jetzt also ziemlich gut, muss ich sagen. Aber die Wanderschuhe habe ich noch im Rucksack. Nur für den Fall, dass ich es doch noch brauche. Ich bin im Schnaufen wie verrückt. Wir haben uns umentschieden. Wir gehen jetzt nicht hier rauf, sondern hier rauf. Also nicht hier rauf. Von da sind wir gekommen, von da unten. Sondern da rauf. Ja. Zeig mal, wie steil das ist. Muss ich jetzt da vorauslaufen? Jawohl. Es ist saumässig steil. Aber euch muss ich weglegen, weil ich brauche die Stöcke, sonst geht es nicht. Jetzt haben wir eine Wanderung gemacht, die ungefähr 230 Höhenmeter rauf und runter gegangen ist und etwa 3,5 Kilometer war oder so. Ja, schön war. Meine Füßlischuhe haben hervorragend funktioniert. Jetzt spüre ich allerdings meine Schuhe, Füße. Aber ja, es war gut. Und jetzt geht es retour Richtung Grand Tour, wieder durch den Nationalpark. Und wir hoffen, wir können euch da noch ein bisschen etwas zeigen von dieser schönen Umgebung, weil da ist es so schön, da müsst ihr unbedingt mal hinkommen. Einfach unbedingt. Aber wirklich. Wirklich. Wir waren jetzt zwei Tage hier auf dem Campingplatz in Zernetz. Es ist ein wunderschöner Campingplatz. Mhm. Also wir werden bestimmt wieder mal kommen. Wir hatten ja, eine super Zeit hier. Mhm. Ja, was willst du noch dazu sagen? Ja, das Wetter hat jetzt leider ein bisschen zu tun. Es wird jetzt ein bisschen kühler. Für uns geht es jetzt weiter allgemein in Richtung Tessin. Und natürlich nehmen wir euch dort wieder mit, aber was wir dort erleben, das seht ihr im nächsten Vlog. Also. In dem Sinn.
macht's gut, bleibt gesund. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa und Tour. Tschüss. Tschüss zusammen. Natur beißt in der Nase. So. Also, fangen wir an. Jawohl. Unser nächster Punkt jetzt ist der. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt im Schweizer Nationalpark. Ich glaube, mit dem fangen wir an. Genau. Ich muss aufhören, so viel genau zu sagen. Genau. Wir sind jetzt im Schweizer Nationalpark und das rote Licht heisst, es läuft. Yes. Ich bin schon ein bisschen klebrig, gell? Ja, ein bisschen. Ist auch warm. Ja, macht nichts.